Seit nunmehr einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag in der Salzstadt Schönebeck. Zahlreiche Freizeitangebote haben ihren Betrieb unterbrochen, ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet aus den eigenen vier Wänden heraus und Schulen haben ihren Unterricht ins Internet verlegt. Um die Pandemie einzudämmen und die vom Coronavirus ausgehenden Risiken so gering wie möglich zu halten, müssen besonders Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen hohe Sicherheitsmaßnahmen treffen und ihren Tagesablauf drastisch umstrukturieren. Zu Gast beim Diakonieverein Burghof e.V. berichtet uns Vorsteherin Annette Lazei, wie der Alltag für das Pflegepersonal und die Bewohner derzeit aussieht und welche Einschränkungen und Mehrarbeit die Pandemie verursacht. Aktuell machen wir das, was wir seit 2 Monaten tun, nämlich testen, testen, testen. Wir haben inzwischen schon über 5.700 Tests gemacht an Bewohnenden und Mitarbeitenden und natürlich an den Besucherinnen, also den Angehörigen, weil wir wollen, dass jede und jeder hier im Burghof Besuch haben kann, jeden Tag, von Montag bis Sonntag. Natürlich halten wir die Hygienekonzepte, die wir uns überlegt haben, auch zu 100% ein. Maske tragen, viel Desinfektion, Schutzkittel, da wo was an Infektionsgeschehen ist. Externe Menschen kommen rein, aber nur, wenn sie getestet sind. Das heißt, wir haben ein sehr engmaschiges Konzept, damit ja keine Infektionen uns ereilen. Was heute Alltag ist, stellte das Personal des Diakonievereins anfangs vor eine große Herausforderung. Für die reibungslose Bewerkstelligung der Mehrarbeit war eine gute Planung maßgebend, berichtet Annette Lazei. Wir haben am Anfang, als wir mit der Pandemie und der Testerei und auch den Impfterminen zugange waren, überlegt, wie können wir das überhaupt lösen? Weil unsere Mitarbeitenden haben eigentlich in der Pflege mehr als genug zu tun, schon mit den regulären Dingen. Dann haben wir ein Konzept entwickelt mit Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen, die die Testung zum Beispiel machen. Und das läuft inzwischen so gut, dass wir keine Hilfe von der Bundeswehr beantragt haben, weil die Bundeswehr uns nur für 8 Stunden pro Tag zur Verfügung stehen könnte. Aber wir testen ja nicht 8 Stunden am Tag. Und deswegen haben wir gesagt, dann müssen wir es weiter selber machen. Und das machen wir auch. Neben den Eindämmungsmaßnahmen, die das Personal jeden Tag konsequent umsetzt, möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Bewohnern zudem einen normalen Alltag ohne schwerwiegende Einschränkungen gewährleisten können. Zudem bietet ihnen die Burghofdiakonie wie in der Vergangenheit auch ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten an. Einschränkungen versuchen wir so minimal wie möglich zu halten. Das heißt, es gibt nach wie vor Beschäftigungsangebote, es gibt jeden Tag Besuch, wenn Sie das wollen, wenn Angehörige kommen wollen. Es werden selbstverständlich auch alle medizinischen Dinge von außen, Hausärztin, Physiotherapie, Fußpflege, immer noch und durchgängig gewährleistet. Aber insgesamt gesehen bekommen natürlich unsere Bewohnenden schon allein übers Fernsehen auch die Dramatik der Pandemiewelle mit. Und das macht ein bisschen Angst, immer wieder neu, das ist doch ganz klar. Und auch das Maskentragen von sich selbst, von Bewohnern, die das für sich zulassen können, als auch von den Mitarbeitern, ist immer so ein Achtungszeichen, huch, hier ist was anders als gewöhnlich. Auch der alltägliche Besuch von Angehörigen ist in der Burghofdiakonie trotz Corona möglich. Um auch hier die höchste Sicherheit zu gewährleisten, gibt es jedoch einige Dinge zu beachten, weiß Annette Lazei. Am besten sich immer vorher informieren. Jeder Mensch kann sich informieren am Haus selber, hier bei uns anrufen oder im Internet. Dort haben wir überall unsere sogenannten Besuchszeiten festgelegt und veröffentlicht. Und zu diesen festen Besuchszeiten ist auch jedes Altenpflegeheim geöffnet. Ansonsten ist es verschlossen, dann kommt man nur über Klingeln rein. Und zu diesen Besuchszeiten gibt es auch fest verankerte Testzeiten, die jeweils 1 Stunde vorgelagert sind und dann überschneiden, sodass 2 Stunden Testmöglichkeiten ist und auch noch 2 Stunden Besuchsmöglichkeit. Zu guter Letzt stellt sich in der Pflege immer die Frage, wie verläuft die Corona-Schutzimpfung in der Pflegeeinrichtung? Das Impfen ist hervorragend gelaufen. Das muss ich wirklich sagen und kann nur sagen, Hut ab vor dem Gesundheitsamt, vor dem Salzlandkreis und vor allen Dingen vor den mobilen Impfteams, die da sehr engagiert und ja auch immer ehrenamtlich, müssen wir immer noch mal zur Kenntnis nehmen, kommen und diese Impfung machen. Wir hatten hier im Burghof selber 4 Termine, wo sozusagen die erste und die zweite Impfung verabreicht wurden.
Der letzte Termin steht jetzt am 12. März an und dann haben wir alle Häuser der Pflege und auch unser Wohnheim für Menschen mit Behinderung durchgeimpft. Und das ist dann wirklich schön, da freuen wir uns total, weil Impfung heißt auch ein ganzes Stück Sicherheit. Mit all diesen Maßnahmen und den Erfahrungen, die das Personal und die Bewohner in den vergangenen Monaten gesammelt haben, sieht sich der Diakonieverein Burghof e.V. bestens vorbereitet für die kommenden Wochen und Monate. Auch wenn ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und eine Rückkehr in das alte Leben der Wunsch aller ist.